Ja, wir haben hier eine Frage von Marcel. Und zwar, ich bin Neuling, sagt er, in Sachen Triathlon, bin dieses Jahr zweimal die Volksdistanz gelaufen und möchte gerne auch dort weitermachen. Nun bin ich auf der Suche nach neuen Schuhen. Nach einer Weile bin ich auf die Sud Ultra Speed gestoßen. Sind diese Schuhe für mich geeignet, obwohl ich Anfänger bin? Die Frage kann ich dir gar nicht pauschal beantworten. Dieser Sud Ultra Speed ist ein, wie der Name sagt, ein sehr, sehr leichter Schuh und sehr, sehr weicher, flexibler Schuh, der von daher sehr, sehr schnell zu laufen ist, weil er eine flache Sohle hat, einen sehr direkten Kontakt bietet zum Boden, aber natürlich auch sehr aktiv gelaufen werden muss. Sprich, du musst deine Muskulatur gut einsetzen und natürlich fordert dich das. Die Frage ist, wenn du als Anfänger muskulär vielleicht noch Defizite hast, was möglich ist, ob du nicht besser beraten bist mit einem Schuh, der etwas fester und stabiler ist, der mehr Sicherheit gibt und deine Muskulatur etwas schont, sodass du am Schluss zwar den schwereren Schuh trägst, aber aufgrund dessen, dass dein Tempo etwas langsamer ist und aufgrund dessen, dass du dir deine Muskulatur sparst und schonst, einfach am Schluss raus ein bisschen höheres Tempo ermöglicht. Also der weiche, flexible Schuh ist toll und schön zu laufen, gerade auch für kurze Einheiten. Vielleicht auch für dich geeignet, für die 5 Kilometer. Da müsste ich dich besser kennen, um zu sehen, wie schwer bist du, welchen Hintergrund hast du beim Laufen. Aber im Zweifelsfall tendier lieber zu dem etwas festeren Schuh, der dich besser stützt.